Weißt du, was der hat? Der hat dominante Säure, hat der. So, Herr Steininger, ein kurzer Kommentar bitte. Echt? So, wir haben hier rechts. Wir haben hier rechts Nigel. Ried Hochecker Riesling 1990. Aus der 9 Liter Magnum. Aus der praktischen 9 Liter Flasche. Die da drüben steht. Und wieder zurück. So, wir kehren zurück zum Geschehen. Quasi. Dann haben wir hier in der Mitte. FX-Bücher, Riesling, Smaragd, Dürnsteiner Kellerberg, auch 1990, aus der 7/10 Flasche, total ungerecht, aber geht trotzdem schon, schön in Führung. Überhaupt keine Altersnote, ich bin begeistert, wirklich, ich habe nichts hinten gebraucht. Und hier, zur Rechten, Gottes, FXens, hätten wir vom Herrn Prager, Toni Bodensteins, ist das nicht erster sein Erstlingswerk? Erstlingswerk, ja, okay. Wachstum Bodenstein, Ried, Achleiten, auch 1990. Mhm. Fällt mir nicht so gut, aber ich würde mal sagen 1, 2, 3 jetzt, ohne der Firma Nigel jetzt nahe treten zu wollen, aber vielleicht hätten sie es nicht so einem, hätten sie einem größeren Gebinde vielleicht länger gehalten, 12 Liter. 18. 18. In der Nebukadnezar. Genau. Das Terroir ist leider durch nichts zu ersetzen auf die Größe der Flasche. Ich probiere es jetzt einmal drauf. Wir haben also hier. War mein Nigel nicht vorhin rechts? Stimmt, du hast plötzlich verkehrt. Wie geht das? Hoffentlich hast du nicht alles vertauscht. Ist leicht zu merken. Ups, ich habe dein Trinkglas mitgenommen. Wolltest du nicht das Gemüse da draußen haben? Ja, genau. Was sagst du, Walter? Ich bin am Schwanken. Ja, das merkt man. Das schon wieder. Man sollte dem FX-Kellerberg vielleicht noch ein bisschen Luft gönnen. Genau. Meine, so kommt jetzt fast überhaupt nichts raus. Ja. Aber was er hat, was er für mich noch immer hat, das ist wirklich die. Der Kellerberg ist erkennbar, das gefällt mir. Der ist wirklich die Schwere. Wenn du öfter einen Kellerberg trinkst, das ist genau dieses, das hat er total drinnen, finde ich. Ja. Mhm. Ist, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, aber es hat Gin-Tonic-artige Geschichte. Ja. Weißt du, was ich meine? Mhm. Alle sagen, wovon redest du? Sag ich, der hat irgendwas Gin-artiges. Nein, was völlig anderes. Was niemand sonst keine andere Lage hat, das hat wirklich Kellerberg dieses Gin-artige, finde ich. Und im besten Fall kommt das natürlich gut aus, aber bei der Domäne kommt es leider nicht so gut aus, aber die halt nicht so. Obwohl die auch nicht schlecht sind, aber da schmeckt es nicht so. Also Toni Bodenstein für mich nicht gut? Am dritten Rang. Hinterm? Hinterm Nigel, ja. Entsetzliche, sag das nicht so laut. Sag Renate. Renate ist hinter der Nase. Renate sagt, mir ist der Wein zu kalt, können wir den bitte anwärmen? Toni Bodenstein. Wie jetzt? Nein, also an dritter Stelle ist der Nigel. Aber du hast recht, der Toni kippt ein bisschen. Ne? Toni kippt schnell. Der verlässt uns bereits. Ja. An dieser Stelle verabschieden wir uns. Vom Bürgermeister von Weißenkirchen, der aufgrund von Altersschwäche leider ausscheidet aus dem Rennen. SMS schicken. Ja. Das heißt, Toni, was ist mit deinem Wein los? Du schwächelt ja schon. Irgendein Nigel sein. Ja. Ein Nigel sein, Autochtonen hätten wir. Ist sehr schaut, ja. Finde ich auch. Hätte man mehr erwartet, aber. Second coming. Ja, genau. Wir lassen jetzt einfach stehen einmal. Valentino Rossi, das ist ein Training, apropos, am Wochenende ist wieder MotoGP, oder? Okay. So. Aber ich wusste, dass es sagen wirst. Ja. Wir unterbrechen unsere Sendung für eine Werbeeinschaltung. Okay.